Spiel Nummer 6 der Eisbären Regensburg hier in Ravensburg muss man heute gewinnen, um ein siebtes Spiel zu erzwingen. Das wäre am kommenden Dienstag in Regensburg Spielbeginn, 20 Uhr. Aber noch ist das nicht so weit. Viele Regensburger Fans sind mitgereist, wollen ihre Mannschaft hier zum Sieg peitschen. Es ist klar, wenn die Regensburger heute verlieren, dann ist die Saison zu Ende. Und es war eine großartige, eine wunderbare und die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte. Richard Diewisch, Thomas Schwamberger und Lukas Vlade sind überzählig und nicht dabei. Jakob Weber gesperrt. Jetzt schauen wir mal, was die Regensburger heute hier in Ravensburg nochmal aufs Eis zaubern können. Am vergangenen Freitag, da haben sie eine Gigaleistung abgerufen. Die wiederholen, das wär's. Ein Eishockey-Krimi geht zu Ende. Jubelnde 400 mitgereiste Regensburger Fans machen hier das Ravensburger Stadion zum Tollhaus. Die Regensburger Mannschaft hat nochmal rübergewunken. 2:1 für die Eisbären Regensburg in der Verlängerung. 1:08 waren gespielt. Zuerst musste man noch 30 Sekunden Unterzahl rüberbringen. Xaver Tippmann in der Verlängerung auf der Strafbank. Welch ein Spiel in Ravensburg. Schneller Beginn in der zweiten Minute. 1:0. Robby Sanik im zweiten Drittel. Regensburg mit einer Riesenleistung in Überzahl durch David Buß, den Ex-NHL-Profi, mit dem Ausgleichstreffer, mit dem 1:1. Und die Ravensburger bereiten sich schon mal drauf vor, am Dienstag nach Regensburg zu fahren. Regensburg gewinnt sensationell meiner Meinung nach in Ravensburg mit 2:1 nach Verlängerung und hat damit einen 1:3 Rückstand in der Playoff-Runde Best of Seven auf 3:3 gedreht. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montagvormittag um 10 Uhr. Alle in die Halle, am Dienstag muss die Donauarena wieder zu so einem Hexenkessel werden, wie sie zuletzt beim Heimsieg war. Max Koltenhauser, Trainer der Eisbären, ist bei mir. Max, ein Eishockey-Krimi mit einer ganz starken Leistung der Regensburger. Ja, also ich denke, wir haben heute super Spiel abgeliefert und haben uns das absolut verdient, dass wir jetzt uns das Spiel 7 nochmal erarbeitet haben, weil es einfach verdient ist in meinen Augen. Und das haben wir uns vorgenommen, die Jungs haben alles draußen lassen. Es war unbedingt gewesen, ich glaube, wenn man zweimal mit einem Overtime-Niederlage ausscheidet. Jetzt freuen wir uns auf Dienstag. Geht es bei 50-50 los. Wir flippen jetzt wie immer. Wir flippen nicht aus. Wenn wir jetzt verloren hätten, wären wir tatsächlich unten gewesen, weil dann war es durch gewesen. Aber trotzdem, ja, der Job ist noch nicht beendet. Wir geben alles am Dienstag und hoffen natürlich das Beste. Was sagst du zum kämpferischen Einsatz deiner Mannschaft, nicht mehr zu überbieten? Ja, absolut. Aber da habe ich noch nie was auszusetzen gehabt. Meine, es gibt immer unter der Saison vielleicht mal einen Tag, wo es nicht so geht. Das ist menschlich, das hat jeder in der Arbeit auch, wo es einmal am schwerer fällt. Aber es ist eine unglaubliche Leistung. Deshalb sage ich ja, dass in dem wirklich auch verdient ist. Die haben so gekämpft, die haben alles geopfert, was wir drin gehabt haben. Alle Spieler, die nicht gespielt haben, haben uns unterstützt. Wir sind eine super Gruppe, die das einfach verdient hat. Ja, trotzdem, es ist noch nicht zu Ende. Wir müssen uns trotzdem wieder genauso gut vorbereiten. Jetzt freuen wir uns kurz. Kommen wir hoffentlich nicht zu spät heim und dann hoffen wir natürlich, dass wir am Donnerstag in Regensburg nochmal Eishockey spielen, nach dem Dienst. Was sagst du zu den mitgereisten Fans? Ja, überragend. Es war total super, dass die uns so unterstützt haben und ich hoffe natürlich, dass die nochmal auswärts fahren dürfen. Dankeschön, Max Koltenhauser. Vielen Dank. Bei mir steht Ebert Gyrdakis. Er hat das Game-Winning-Goal gemacht, 2:1 in der Verlängerung nach einer Minute und ein paar Sekunden. Ebert, was für ein Spiel. Yeah, that was a great game. Big to get the win, force game 7 back in Regensburg. Thought the guys played great, just like in game 5 the other night. We had a good style of play going, played down low. They seem to not like it very much, so if we keep that up in game 7, it should be good. As far as the goal at the end, Corey made a great play to me in the middle, and it was just nice to see that shot go in. And we'll see you on Tuesday for game 7. Thank you, Ebert. No problem.